Für die Online-Discount24 GmbH war der 20. Juli sicher ein Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens. Ein symbolischer Spatenstich, an dem Geschäftsführer Thomas Kreher, die Diepoldeswalder Oberbürgermeisterin Kerstin Körner, Nicolette Bär von der Baufirma Freiler Industriebau aus Riesa sowie Prokuristin Michaela Walter teilnahmen. Hier im Reichstätter Gewerbegebiet am Hofbusch wird sie entstehen, die neue Logistikhalle der Ondis24 GmbH. Die Maße des Neubaus sind beeindruckend. 5000 Quadratmeter Logistikhalle, 300 Quadratmeter Bürofläche. Mitte 2022 soll der Bau fertig sein. Ein ambitioniertes Ziel in dieser Zeit. Wir sind seit 10 Jahren hier in der Region tätig und haben in diesen vielen Jahren ein stetiges Wachstum zu verzeichnen. Wir sind gewachsen hier im Unternehmen mit vielen jungen Leuten. Und irgendwann sind wir von Diepoldeswalde, von der Weißeritzstraße, von den Ratsmühlen dann nach Schmiedeberg gezogen in die nächste größere Halle und haben aber auch dort festgestellt, dass in der ehemaligen Gießerei in Schmiedeberg, wo wir jetzt sind, was ja auch ein Denkmal ist, dass wir dort nur begrenzte Möglichkeit haben, weil es eben halt ein altes Gebäude ist, wir aber ein sehr modernes Unternehmen sind, was sehr fortschrittlich ist von der Technologie her. Und wir also schon seit 5 Jahren den Plan haben, ein neues, modernes Logistikzentrum aufzubauen. Wir haben jetzt hier vor 2 Jahren in Reichstätt diese Gewerbefläche gefunden, die auch unseren Ansprüchen gerecht wird, und wollen hier in Reichstätt eine sehr moderne Logistikhalle aufbauen mit einem angeschlossenen Verwaltungsgebäude. Die neue Halle sieht nicht nur cool aus, sie wird auch die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesentlich verbessern. Denn Ondis24 versendet nicht nur Waren in alle Welt, nein, beim Thema Werkstatt und Ordnung sind sie auch innovativer Entwickler. Wir sind jedoch kein reiner Versandhändler, denn wir haben seit 5 Jahren begonnen, mit Kooperationspartnern eine Produktion von Werkstattmöbeln aufzubauen. Wir sind also sowohl Produzent in dem Sinne wie auch ein Versandhändler. Und die Produktion von Werkstattmöbeln haben wir vor 5 Jahren begonnen. Wir haben dieses Projekt weiter fortgesetzt. Wir sind mittlerweile zu einem der Marktführer von Werkstattmöbeln für den Heimwerkerbedarf geworden. Haben dort auch sehr viele neue innovative Ideen, die sich der einfache Heimwerker heutzutage schon wünscht, aber nicht bekommt. Wir werden also jetzt auch in Kürze eine neue Werkstattlinie auf den Markt bringen. Die haben wir seit 2 Jahren in der Planung, in der Vorbereitung, in der Projektierung. Jetzt ist die erste Nullserienfertigung gelaufen. Da werden wir nochmal einige Veränderungen herbeiführen, um eben halt auch das letzte i-Tüpfelchen für den Heimwerker auch so zu haben, dass er sich sagt, oh, das ist was, was ich also genau will, was ich brauche. Wir haben das sehr stark individualisiert, also unsere neuen Linien kann sich der Heimwerker so zusammenstellen, wie er es braucht. Er kann kleine Schubläden, große Schubläden, mit Türen, ohne Türen. Wir haben Werkbänke in Zukunft, die beleuchtet sind von innen. Jeder kennt es in der Garage oder im Keller. Es ist meistens dunkel. Unser neuer Werkstattsystem, wenn wir es auf den Markt bringen, wird so sein, dass wenn Sie die Tür öffnen, wird es plötzlich in dem Werkstattmöbel hell werden, so wie das vielleicht manche Frauen kennen aus ihren beleuchteten Kleiderschränken. So wollen wir das auch in den Werkstattmöbeln machen, weil wir eben halt auch wissen, dass die Werkstatt manchmal auch in dunklen Ecken steht, dass man auch gleich das findet, um was es sich handelt. Insgesamt beschäftigen wir uns im Ondis24 hauptsächlich mit Ordnungssystemen. Das ist also auch der Bereich, den ich schon seit 30 Jahren bearbeite im klassischen stationären Handel, im DIY-Sektor, wo meine Erfahrungen auch herkommen. Wir beschäftigen uns mit all diesen Dingen, wo es ums Aufräumen und die Ordnung geht. So, und da wir von Ordnung gesprochen haben, dass wir uns mit Ordnungssystemen beschäftigen und dass wir Ordnung schaffen, da würde ich jetzt meine Mitarbeiter rufen, dass sie jetzt hier für diese Baustelle einmal Ordnung schaffen.